Heute behandeln wir das Gedicht Der Aufbruch aus dem Jahre 1914 aus der gleichnamigen Gedichtsammlung von Ernst Stadler. Ich bin Noah. Und ich bin Victoria. Zum Aufbau. Das Gedicht ist in einer Strophe mit 18 Versen aufgebaut. Das Metrum ist ein Daktylus und es besteht aus einem Paarreim. Ebenfalls gibt es viele rhetorische Figuren. Zu den rhetorischen Figuren in den ersten vier Versen. Einmal schon haben Fanfaren mein ungeduldiges Herz blutig gerissen, dass es aufsteigend wie ein Pferd sich wütend ins Gezäum verbissen. Damals schlug Tambourmarsch den Sturm auf allen Wegen und herrlichste Musik der Erde hieß uns Kugelregen. Hier findet man eine Inversion, eine Personifikation, eine Metapher, ein Vergleich, wieder eine Metapher, zum Schluss noch ein Euphemismus mit dem Kugelregen. Das Thema dieses Gedichts ist der Krieg. Durch das Veröffentlichungsdatum von 1914 lässt sich schließen, dass es sich um den Ersten Weltkrieg handelt. Das lyrische Ich spricht im Zusammenhang des Kriegs von Fanfaren, Tambourmarsch, Kugelregen, Rüstung, Schwerthieben, Trompetenstößen, Schlachten, Siegesmärschen und davon ausgestreckt unter Leichen zu sein. Weil es sich also um diese Themen dreht, gehört das Gedicht auch zur Epoche des Expressionismus an. Der Aufbruch lässt sich in fünf Teile aufteilen. Dazu sagt uns Victoria nun mehr. Danke, Noah. Wenn wir uns das Gedicht nun genauer anschauen, finden wir in den ersten vier Versen die Erinnerung vergangener Erlebnisse des lyrischen Ichs. Im zweiten Sinnesabschnitt, also von Vers 5 bis 8, schildert das lyrische Ich die Ruhe und Stille. Doch dann wird er plötzlich vom wiederkehrenden Krieg unvorbereitet getroffen und wird von den Trompetenstößen aus seinen Traumstunden gerissen. Im Vers 15 verrät uns das lyrische Ich seine Hoffnung, zeigt aber auch seine Befürchtungen. Dies zeigt die ungewisse Zukunft der Soldaten im Krieg. Schließlich wird dem lyrischen Ich in den letzten zwei Versen bewusst, dass der Tod gewiss ist. Darum gilt es, sich an Welt und Sonne satt zu trinken und das Leben zu genießen. Die drei Sinnesabschnitte Aufbruch, Traumsphäre und erneuter Aufbruch lassen sich mit Stadlers Biografie assoziieren. Sie sind mit Stadlers Stürmerzeit, seiner Hinwendung zum Symbolismus und seiner expressionistischen Stilphase vergleichbar. Der erste Aufbruchsversuch wird von Musik- und Blutmetaphorik unterstützt, während der Schlussteil zusätzlich von Licht- und Feuermetaphern geschmückt ist. Diese zwei deutlich aktiveren Abschnitte stehen im Gegensatz zum träumerischen, eher passiven Vorfrühlingsmotiv des Mittelteils. Typisch für Stadler sind auch die Symbole. So finden wir im Aufbruch eine wichtige Symbolik im wiederkehrenden Pferd, mit dem sich das lyrische Ich vergleicht. Das Pferd steht für Stärke und Freiheit. Es muss sich jedoch dem Reiter fügen, wenn es an den Zügeln gehalten wird. Dies symbolisiert die konfliktreichen, einengenden Gefühle des lyrischen Ichs im Krieg. Das ungeduldige Herz zeigt die Euphorie und Begeisterung für den Krieg. Ein typisches Merkmal des Ersten Weltkriegs. Es zeigt aber auch die Gefahr und die Angst vor dem Tod, welche die Soldaten täglich begleiteten. Zuletzt sehen wir hier noch die Manipulation der Massen durch verherrlichende Motive wie die Trompetenmusik.